Irgendwann ist den WissenschaftlerInnen von damals etwas ganz Unangenehmes aufgefallen. Uranus, der kommt von seiner vorhergesagten Umlaufbahn ab. Und das hat natürlich nicht lange gehalten, bis Aubin-le-Verrier gesagt hat, hold my baguette, I got this. Der hat sich quasi in seinem Studierzimmer eingeschlossen, wahnsinnig komplexe mathematische Formeln und die Gesetze von Newton durcheinander geworfen und gesagt, alles klar, ich glaube, ich habe die Lösung. Der Grund, warum der Uranus von seiner Umlaufbahn abkommt, ist der, dass da draußen noch ein weiterer, ein achter Planet existieren muss. Und daraufhin hat er einen Brief geschrieben an seinen guten Freund in Berlin, und zwar an Johann Gottfried Galle. Galle war nämlich damals Leiter der Sternwarte von Berlin-Kreuzberg. Hat noch am selben Abend sein Teleskop rausgeholt, hat genau an die Stelle geguckt, wo Le Verrier sagen müsste, da ist ein neuer Planet, und voilà. Da war der Neptun.